Schneider schloss mit seiner Arbeit an Kraepelins Typologie an, wählte jedoch gesellschaftlich weniger wertende Begriffe. Schneiders Einteilung prägte in der Folgezeit alle deskriptiven Typologien, so auch die Klassifikationssysteme International Classification of Diseases ICD und Diagnostic and Statistical Manual DSM. Als Kriterium für eine psychopathische Persönlichkeit nannte Schneider ein gesellschaftliches oder persönliches Leiden, das aufgrund der abnormen Persönlichkeit entstehe. 1928 veröffentlichte er dann seine psychiatrische Typologie, die 10 verschiedene psychopathische Persönlichkeiten umfasste. Die Hypertimen, die Depressiven, die Selbstunsicheren, die Phantastischen, die Geltungsbedürftigen, die Stimmungslabilen, die Explosiven, die Gemütslosen, die Willenlosen und die Asthenischen. Die Beschreibung der Gemütlosen entspricht der heutigen antisozialen Persönlichkeitsstörung am ehesten, für die Fiedler folgende Charaktermerkmale aufzählt: fehlendes Gefühl für Moral und Normen, unverbesserliche Neigungen zu Kriminalität auf der einen, erstaunliche Leistungen stahlharter Naturen in Führungspositionen auf der anderen Seite. Schneider bemüht sich dabei, der negativen gesellschaftlichen Besetzung des Psychopathiebegriffs entgegenzuwirken, indem er betonte, dass Psychopathologie nicht unmittelbar antisoziales Verhalten bedeutet. Jedoch scheitert sein Versuch, diese Ansicht zu verbreiten.
Tür jetzt einfach mal auf. Mir wird das gerade zu viel. Obwohl, die 4 Minuten schaffe ich auch noch. Nee, ich höre jetzt auf. Macht er übermorgen weiter. Tschüss. Diese Band habe ich hier nicht drin.